und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit historischen Rom. Ja, wir sind hier mit unserem Le General. Ich glaube sogar mit unserem Imperator. Oder Kaiser, wir sind ja jetzt Kaiserreich. Und müssen die aufständigen Medusa-Köpfe schlachten. Was? Naja. Auf jeden Fall wird das interessant werden. Also auf jeden Fall haben wir zweimal Prätorianer, einmal Adlerkohorte, zweimal gepanzerte... Oh, Schnee. Stationäre Einheiten benötigen mehr Zeit, um sich vor Erschöpfung zu erholen. Nee, ich mach das. Weil Schnee ist cool. Schnee ist cool. So, dann werde ich mich aber dementsprechend aufstellen. Gut, also Prätorianer sind natürlich an der Front. Adlerkohorte ist dahinter. Gepanzerte Legionäre sind links und rechts. Die sind hier. Evocati sind dahinter als Reserve. Und Gladiatorinnen sind hier. So. Der hat Kraftkonzentration. Was war das nochmal? Genau. Genau, Angriff. Dann motivieren Gruppen. Okay. Super. Aber langsam. Die haben alle Zeit der Welt. Ach ja, schön. Da sieht man, da sieht man die Ebenen. Also hier, der Klecks, es sind immer die gleichen Ebenen. Aber egal, es sieht schön aus. Das ist eine hübsche Phalanx. Das ist echt gemein, wenn man gegen so eine Phalanx kämpft. Dann, ja, egal wo man steht, also einer zeigt immer auf einen. Also eine Spitze zeigt immer auf einen. Das ist echt gemein. So gemein. Oh, ein bisschen schneller hier. Hier gibt es kurz mal ein Happa-Happa für euch. Das sind jetzt nur Fernkampfeinheiten. Das ist natürlich idiotisch, dass er die hier landen lässt und nicht da. Okay. Seine Entscheidung. Bitte laufen. Danke. Oh. Da muss ich jetzt schnell sein und die einholen. Ja, wobei, das sind ja nur Kavallerieeinheiten. Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich. Von bösen Fernkämpfern.
So, bitte alle Feuer frei. Abbrennender Schuss, der sieht hier wahrscheinlich besonders geil aus. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Warte, jetzt muss ich mal kurz schauen, was hier passiert. Pikiniere, Leinpanzer, Pikiniere. Sieht zwar cool aus, aber so ist es besser, glaube ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, wer schießt denn da? Ah, die Sperre. Okay. Gut, dann würde ich sagen, greife ich an. Warte, hier muss ich noch kurz schauen, was hier passiert. Gut. Und dann geht's los. Auch Pikiniere, ey. Das sind alles halt Pikiniere. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Demokratie. Nahkampftruppen. Krieger bereit! Okay, die werden auf jeden Fall von hinten angreifen. Aber nicht zu euch, sondern hier rein. Bürgerkavallerie, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, sehr schön. Die kommen jetzt hier hin. Die stellen sich wieder zusammen. Der pusht auf jeden Fall jetzt mal. Alle. So. Gut. Warte mal. Türbimmel. So, ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit etwas gefreezed. Warte, wieso kommt der mit? So, sehr schön.
Ist mein General? Da ist mein General. Der kommt jetzt aber raus. So. Alter, der hat nur noch 6. Schade. So, sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Leinenpanzer-Pikiniere sind. Ne, die Schwertkämpfer sind ein bisschen zu heftig. Alter, die haben halt richtig rein. Ja, nee. Komm. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Pferde sind dann auch tot, glaube ich. Oh je. Der Anfang war sehr gut und dann ging es heftig zur Sache. So, jetzt der Le General. Jetzt ist mal nochmal hier rein und dann hat sich's, glaube ich, auch. Oder hier rein. Weil die sind ziemlich erschöpft und müde. Ja, schrei nicht, sondern geh. Der wankt ja immer noch. Ja. Ich lasse die mal da stehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Lasst euch
Hier gehe ich mal nochmal in den Rücken rein. Ja, die sind jetzt alle sehr erschöpft. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gut. Das war ein heftiger Kampf. Sehr müde, erschöpft, außer Atem. Der fängt immer noch. Ja. Gut. Also jetzt noch der General von denen. Nein, das ist auch noch eine Phalanx-Einheit. Hm. Ja, vielleicht ist das besser als jetzt. Entschuldigung, eine Fernkampfeinheit oder eine Hopliteneinheit, weil die kann man sehr gut von hinten angreifen. Warte, ich werde den jetzt mal mit denen angreifen. Und die gehen auf die Seite. Der auch. Die sind halt noch relativ fit. Das war nicht so klug. Warte, General, bitte, bitte raus. Bitte schnell raus. Das war... Ich habe zu spät gesehen, dass der sich zu meinem General hin fokussiert. Hindreht. So, jetzt hat er aber... Jetzt mach mal den General platt. Komm schon. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wieso hat er jetzt... Wieder raus. Ne, den General hole ich mir jetzt noch. Der feindliche General ist tot.
teurer Sieg. Das stimmt. Alter. Es sind halt. Es ist halt niemand mehr gut aufgestellt. 1222. Und der hat nochmal 200 Einheiten gekillt. Ja, das ist halt eine Pioniereinheit, ne? Alter. Ja, 3 Einheiten. Ne, den mache ich jetzt nicht mehr zu meinem Klientelkönigtum hier. So, uiuiuiui. Genau, der passt hier auf. Ich glaube, das war's jetzt. Ja. Kann der, ja, der kann wieder nachholen, das muss er auch. Warte, ich habe 2. Warte, Auxiliar, ja. Prätorianer kann ich eigentlich nehmen. Und dann gepanzerte Legionäre. So. Das waren jetzt 20, ne? Genau. Gut. Uiuiuiuiui. Ja, das ist egal. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich Baktrien. Ah, hä? Baktrien besetzt nicht das Dorf? Hm. Huh. Interessant. Ja, dafür die da. Alter. Mit 3 Legionen. Alter, wollt ihr mich verquaken? Das sind halt 6000 Einheiten. Alter. Das sind, 3 Vollstack-Armeen. Uiuiuiui, die 10.000. Macht des Herakles und Zerstörer der Enyo. Ja, die 10.000 passen sehr gut. Gut, was wir dagegen dann anrichten, das werden wir die nächste Folge sehen. Ja. Wisst ihr, was wieder genial wäre? Wir hatten jetzt die letzten Runden, also bis auf die 2 davor, immer relativ stressfrei. Und davor haben wir ja ewig gewartet, bis wir endlich wieder ja, einnehmen dürfen. Und jetzt ist es wieder soweit, dass wir uns wieder drum kümmern müssen, dass wir zum Beispiel Asien, dass wir Ägypten und so weiter einnehmen müssen. Und jetzt kommt so eine fetter Push. Also, ja, es könnte sein, dass wir wieder nicht geschichtlich korrekt spielen können, aber wir werden es natürlich versuchen. Ja, danke fürs Zuschauen. Das habe ich schon gesagt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. See ya.